Ja, hallo und herzlich willkommen zu Mungo Spielekiste und The Hunter. B-Missionen wollen wir heute abschließen. Zwei Stück gibt es da zu erledigen. Einmal einfach drei Rehe mit der Anschütz 308 und einmal ein Rehbock mit einem Score von über 120. Das ist zu schaffen. Müssen wir mal gucken. Zwei weibliche Tiere haben wir schon mit der 308 geschossen. Und dann schauen wir mal, was uns noch so vor die Büchse läuft. Wir haben auch schon einen Rothirsch geschossen, das hat uns auch schon eine Mission abschließen lassen. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die fremde Spur eines Rothirschens. Rothirsches. Das ist jetzt aber, habe ich vorhin vier Stück gesehen. Ich habe sie alle gespottet und ich muss jetzt mal irgendwie an einem Tier eine Spur finden. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht gespottet. Das komplett tracken muss. Das kann natürlich auch so sein. Nee, das war es nicht. Mir fehlt auf jeden Fall noch die Spur eines mir bis jetzt unbekannten Rothirsches. Anscheinend. Hier vorne hatte ich doch gerade eine noch nicht gespottet, oder wird das dann vielleicht sein? Missionen sind ja immer nicht ganz so klar ausgedrückt. Das war's nicht. Ach Mensch. Dann gehen wir erstmal zu dem Turm dort hinten und schauen mal, was die Rehe noch so sagen. Laufen sollte man auch nicht.
Da steht er. Wildschweine. Wildschweine, Wildschweine. Noch mehr Wildschwein. Schon verfolgt, kein Rehbock oder so. Ja, verkehrt. Da hätten wir die erste Anschutzmission auch schon abgeschlossen. Da stehen doch. Ich muss mal ganz kurz in die Missionsbeschreibung. Ja, das Ergebnis hat gebracht, dass ich die Reihenfolge einhalten muss. Das heißt, ich muss jetzt einen Rothirsch am Hof identifizieren, den ich vorher noch nicht gehört habe. Okay. Dann warten wir mal ab. Das kommt ja wohl öfters rein. Das ist die letzte Aufgabe. Der Rothirsch-Geschichte. Es ist aber echt neblig heute. Muss man ja schon sagen. Wetter ist nicht so ganz mein Freund. Jetzt noch ein Rehbock, möglichst stark, das wäre fantastisch. Ich habe gerade was gehört. Also das wieder die grausigen Bäume. Das war jetzt mal ganz mutig. Ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt. Füchschen. Da wäre die Mission, glaube ich, 3 Stück in einer Jagd zu erlegen. Das ist so ein bisschen. Uah.
ist mit euch noch nie wirklich passiert, beziehungsweise wenn dann nur mit langer, langer, langer Zeit. Und so viel Zeit habe ich eigentlich nicht vor, rumzutrödeln. Das Weibchen hier direkt unten drunter. Hab's doch gar nicht angelockt. Zu stehen. Warte trotzdem noch auf Rehe. Ist jetzt alle weggescheucht. Bisschen nervt die Rothirschkuh da unten rum. Was ist denn so mein nächster Punkt? Das Zelt. Und gleich mal hinlaufen. Wenn sich hier nicht gleich sofort was tut. Ist das da? Das ist die Rothirschkuh. Die ist aber schnell vorangekommen. Aber das ist noch eine andere. Achso, das ist noch eine andere. Das ist wieder der ganze Trupp, der sich da zusammen befunden hat. Das Kaffeekränzchen. Ja, an Rehen wird sich hier anscheinend nichts mehr tun. Ja, da wollte ich nicht schon hier runter. So, so, und auf geht's. Auf den Feldern treiben die sich auch mal gerne rum. Da vielleicht hoffentlich Glück haben. Und hoffentlich auch ein Rothirsch hören.
hier für Spuren? Schweinchen. Jede Menge Schweinchenspuren. Die interessieren aber gerade eher weniger. Erstmal zu meinem Tarnzelt hin. Steht da oben auf der Höhe, auf dem Hügel. Auf dem Hügel steht meine Hütte, wollte ich sagen. Ja, und die Hügel da, Bollerbahn. Das Zelt da oben, das wurde mal so richtig umzingelt von Rehen, wo ich wirklich nicht mehr wusste, in welche Richtung ich da schießen sollte. Aber irgendwie scheint auch gerade bei den Rehen die Luft raus zu sein. Hab ich so das Gefühl. Schönes Tarnzelt hinein. Mal ein bisschen schauen, was sich so auf den Feldern tut. Ob vielleicht schon irgendwas sieht. Ist da echt Stille angesagt. Zu sehen. Rothirsche außer Reserve locken. Doch, mit denen habe ich mehr Glück gehabt heute als mit Rehen. Ganz optimistisch. Das machen.
Motoren. Immerhin ist das Wetter besser, aber es ist immer noch tote Hose. Dann schauen wir eben auf die Karte. Zelt aufbauen. Heißt, wir gehen hier den Weg entlang über die Brücke und dann werden wir schon den Rest finden, den wir brauchen. Ein Blick auf den Acker. Nicht mal ein Schwein. Das ist echt merkwürdig. Uhrzeit wird eigentlich auch passen, dass hier ein bisschen mehr los ist. Nicht, gar nicht. Ist doch alles Absicht. Das kann ich doch gar nicht zeigen hier.
und den Tracking Level erhöht. Das Ganze nimmt doch noch ein gutes Ende. War es gewesen. Eine Stunde ist gleich rum. Legen wir noch was nach. Verschmelzen jetzt mit dem Wald. Da ist es doch schon. Damit würden wir die erste, zumindest die Anschützmission abschließen. Dass hier vielleicht noch ein Bock auftaucht. Das wäre fantastisch. Genau, das Tier ist es nämlich. Da plötzlich, das ist, also das ist das Gleiche. Ach, jetzt haben wir es auch noch aufgeschreckt, ich Idiot. Das war wirklich idiotisch. Hinten läuft's. Nee. Aus dem Renderbereich raus. Blöd. Noch dran. Das hat ja nicht rumgeschrien. Ja, das war jetzt echt doof. Doof gelaufen.
muss doch noch mal über die Brücke. Hab's doch geahnt. Diesmal gehen wir vorsichtiger vor und nehmen es auch wirklich mit. Da muss es gleich irgendwo kommen. Wenn es kein dummes Reh ist. Taucht das andere vielleicht wieder auf. Befindet sich jetzt direkt in der Senke dahinter. Jetzt auch schon. Wir haben jetzt nicht lange gefackelt. So. Damit wäre die Anschützmission abgeschlossen, wenn ich es eingesammelt habe. Das ist zumindest umgefallen wie ein Stein.
schwören können. Doch. Sagen, ich hätte schwören können, ich habe da hinten Schwein gesehen, da ist es ja. So. Was haben wir denn hier? Eingeweide, Beckenknochen und Körpertreffer. Ja, von der Trophäe ist auch nicht mehr viel von über. Kein Score. 78,6 Metern und 30 Kilo hat's knapp. Super. Reh für Anfänger abgeschlossen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn, gute Nacht da draußen, was auch immer du sein magst. Und tschüss.